and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing. Das ist so unglaublich eigentlich, was wir da tun. Absurd, ja. Absurd. Ja, genau. Und das ist der Grund, weshalb wir hier bei Ihnen sind. Genau. Ja, noch Fragen? Nein. Na dann. Wie bitte? Ob wir ein Problem haben, womit? Ach so, Sie meinen, weil wir hier bei Ihnen, beim Paartherapeuten sind. Das ist vollkommen okay für uns, nicht? Absolut, ich meine, wenn man eine Wette verliert, dann verliert man eine Wette. Ja. Wobei, genau genommen hast du die Wette verloren. Ich hätte sie ja gewonnen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, Schnucki. Schnuffi. Also auf jeden Fall ist auch immer, wir haben keine Probleme. Wir sind nur hier, weil wir diese Wette verloren haben. Wobei, genau genommen hast du die Wette verloren. Ich hätte sie ja gewonnen. Wir? Ja, wir haben sie verloren, die Wette, als Team. Ach so, ja, sag ich ja. Also wenn Sie uns jetzt bitte die Bestätigung geben, dass wir hier waren, dann können wir die Bestätigung den Freunden zeigen und dann haben wir das erledigt und Sie sind uns auch los. Ja, weil ich muss dann, ich bin Kinderarzt. Ganze Praxis voll mit Punkten. Masern. Ja gut, dann danke nochmal für alles, einen wunderschönen Tag und schöne Gespräche mit Menschen. Die Bestätigung bitte. Mir das unangenehm ist? Wieso? Ach so, Sie meinen, weil ich vorhin sagte, er hat die Wette verloren, genau genommen. Das dürfen Sie nicht so eng sehen, das macht Sie immer so. Nein, immer mache ich das nicht, ab und zu. Immer. Aber er kann damit leben. Aber ich kann damit leben, sagt sie. Wissen Sie, ich bin ein Einzelkind, ich spiele selten im Team. Ja, genau. Er hat vier Schwestern. Ich bin ein Teamplayer. Und jetzt müssen wir aber dann wirklich schön langsam... Genau, Kinderarzt, ganze Praxis voll mit Punkten. Masern. Vier Jahre und drei Monate. Nein, drei Monate. Nein, zwei Monate. Nein, drei. Nein, zwei. Drei. Zwei. Schnuffi. Es ist bestimmt 4 Jahre und 3 Monate her, dass du mich angesprochen hast. Nein, es sind 2 Monate und angesprochen hast du mich zuerst, genau genommen. Also das war so, wie dann, irrsinnig lustig. Willst du oder soll ich? Nein, bitte mach du nur. Gut. Also, vor 4 Jahren und 3 Monaten... Zwei, es sind 2 Monate. Willst jetzt du oder soll ich? Nein, bitte erzähl du nur. Gut. Also, vor 4 Jahren und ein paar Monaten war ich auf einer Party und er war auch da. Das war eigentlich Zufall, dass ich da war. Ich hätte ja ganz woanders sein sollen. Das war Schicksal. Sage ich, Zufall. Und naja, willst jetzt du oder soll ich? Nein, bitte erzähl du nur. Jedenfalls sah ich ihn... Tröste dich, ich will dich nicht. Auf dem Bauch binden könnte man mir dich. Und es wird so überhaupt nichts geschehen. Ich könnte genauso zu einem Dia-Vortrag gehen. Quatsch mich doch hier nicht voll, ich habe kein gesteigertes Interesse an dir. Du bist zu blöd, um zu bemerken, dass ich dich hier sowas von gründlich abservier. Ach, du willst dein Leben ändern? Dazu hätte ich ganz spontan eine Idee. Ich sag nur Dio, sag nur Seife und nimm die Nase endlich aus dem Dekolleté. Wenn ein Thunfischbrötchen furzen könnte, so riechst du aus dem Mund und außerdem gibt's noch einen wesentlicheren Grund. Ich hab dich nämlich tanzen gesehen. Das geht gar nicht, hab dich tanzen gesehen. Da wusste ich schon Bescheid, denn so wie einer tanzt, naja, so ist er auch im Bett. Und in mein Bett kommst du nicht, das tut mir kein bisschen leid. Achtung, Achtung. Oh. Oh. Marie. Bernd. Freut mich. Ah, ich hab dich tanzen gesehen. Aha. Bernd, ist das eine Abkürzung für Bernhard? Mhm. Ah, wir hatten auch einen Bernhardiner. Hä? Ja, der hieß auch Bernhard. Bernhard, der Bernhardiner. Aha. Der Bernhard war ein schöner Hund. Aha. Dann, oh.
Naja, dass wir uns so gar nicht an erinnern können. Ja, ja, schade. Ja. Schade. Aber ich meine, jetzt, wo wir schon mal da sind. Ja. Könnten wir ja. Ja. Vielleicht, also. Ja. Wenn du nichts anderes vor. Nein, ich habe überhaupt nichts anderes vor. Die Liebe ist von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Die Party war nicht schlecht, doch ich wollte gehen. Mein bester Freund des Abends war der Wein. Da sah ich dich am Männerklo dort stehen. Mein Hund sagte zu mir, ja, die könnte was sein. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles. Doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Bis jetzt war meine Suche vergebens. Wart, bis du gleich noch siehst, was ich kann. Vielleicht bist du der Mann meines Lebens. Mal schauen, kann sein, ich ruf dich mal an. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Andern. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und seit dem Zeitpunkt sind wir zusammen. Wie bitte? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es für mich, dass Ihr Vater mich als Tiger sieht? Frage, ist da 10 überwichtig oder unwichtig, bis egal oder umgekehrt? Ich muss die Positionierung der Skala wissen. Wissen Sie denn, sonst sage ich ja 10 und mein 1 oder umgekehrt. Hm? Hörst du, sei spontan. Der Tiger war vorhin spontan, aber es gibt Fragen, die lassen keine Spontanität zu. Seine Mama und ich, ach, wir kommen gut miteinander aus. Wir sehen uns ganz selten. Also, wir sind ganz andere Frauen vom Typ her, verstehen Sie? Tch. Ja, Schnuffi, bitte. Ich meine, man kann uns doch wirklich nicht miteinander vergleichen. Nein. Das ist auch gut so. Ich will gar nicht so sein wie Sie. Ich bin anders. Ganz anders. Ich sag nur Schnitzel. Meine Mutter macht die besten Schnitzel, die es gibt. Ihre Schnitzel schmecken nach... Ja, natürlich würde ich mir das manchmal wünschen. In einigen Dingern. Was für Dinge? Naja, Dinge eben. Weil mein Vater, der ist nämlich unglaublich. Also, she's crazy like a fool. About Daddy Cool. Ein Mann, der zu mir steht. Mich niemals hintergeht. Ein Mann, der mich so liebt. Was ich auch will, mir gibt. Das ist mein Daddy, der ist cool, ja. Mein Daddy, der ist cool. Mein Daddy, der ist wirklich cool. Mein Daddy, der ist cool. Er ist ein stolzer Mann. Tja, der nix alleine kann. Hey, alle Frauen schauen ihn an. Aber keine lässt ihn ran. Bitte, mein Daddy. Also wenn mich jetzt cool. Wer fragen würde, ja? Mein Daddy, der ist wirklich cool. Aber es fragt mich ja keiner. Mein Daddy, der ist cool. Was hast du da jetzt gesagt, Schnuck? Mein Daddy, ich würde ihn eher als kühl bezeichnen. Cool. Mein Daddy, der ist cool. Ja. Schnucki. Mein Daddy, der ist cool. Schnucki, das ist ja. Peinlich. Mein Daddy, Schnucki, der ist cool. Bitte. Ja. Kannst du bitte mein aufhören? Daddy, der ist cool. Mama mia, sag, wo bist du bloß? Hilf mir, Frauen sind so gemein. Mama mia, es ist hoffnungslos. Warum kann sie nicht so wie du sein? Ha, Mama mia, ja, mia! Daddy, du bist Mama, cool. Bitte! Oh, Daddy, Mama! Du Mama, bist cool. Oh! Offensichtlich schlechten Empfang. Wieso anders? Ja, wissen Sie, ich bin nicht so der Tramper-Typ. Mit Rucksack, Blasen an den... Explosiv! In Indien, ja! Ja, natürlich ist der Sex auch jetzt gut. Aber Indien, müssen Sie wirklich Moment, gesehen haben, okay, da gibt's so... In Indien war der Sex noch explosiv? Ja! Und jetzt? Hm?
Naja, Sex, explosiv. Ja, wow. Sie sagte doch soeben gut, ne? Ja. Also Schnucki, ist unser Sex fantastisch, einzigartig, unglaublich, bebend oder nur gut? Das ist eine komplexe Frage. Komplex? Wie komplex kann so eine Frage sein? Du weißt, also 10 ist überirdisch komplex, 1 ist ganz wenig komplex. Um Himmels Willen, die Masern! Bitte was? Deine Masern warten. Ob ich flüchte? Nein, natürlich nicht. Weshalb auch? Vielleicht... Beziehungen. Was ist mit deinen Orgasmen? Nein, kann er nicht. Natürlich kann ich. Nein, kannst du nicht. Ich könnte. Ich werde doch wissen, ob ich kann oder ob ich nicht kann. Bitte? Dann tu's doch. Sehen Sie, er kann nicht offen über Sex reden. Dir ist es peinlich, darüber zu reden? Circa so peinlich wie Durchfall beim Date. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es doch. Ich kann egal wo, egal wie, egal wann. Ich kann es immer und überall tun. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch, doch ich kann. Das Wort selbst auszusprechen, kann dir die Zunge brechen. Ja, reden, das ist deines, es machen schon mehr meines. Schweigen bringt uns nicht ans Ziel. Ich scheiß auf das Wort, ich hab Gefühl. Ich kann von links und von rechts und von hinten. Ich kann von rechts und von links und von vorn. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch, doch ich kann. Ich schrei viel lauter und höher als du schreist. Hey, ich schrei viel lauter und höher als du. Scheiß doch nicht. Schrei ich doch. Scheiß doch nicht. Schrei ich doch. Scheiß doch nicht. Schrei ich doch. Scheiß doch nicht. Ich bin intensiver und viel produktiver. Ich bin effektiver und du viel naiver. Ich treff immer haargenau. Ja, wenn du nicht den Punkt, dann halt die Frau. Ich komm viel früher als du kommst. Ich komme immer viel früher als du. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt. Ja, 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 das stimmt. Aber... ich stöhn viel geiler als du stöhnst. Hey, ich stöhn viel geiler als du. Tust du nicht. Tu ich doch. Tust du nicht. Tu ich doch. Tu ich Ich will genau dasselbe, was sie hatte. Sau lebendig bleibt. Da braucht's doch mehr als nur miteinander zu vögeln. Da geht's um die Basis. Um eine spannende Basis. In jeder Hinsicht. Körperlich und geistig. Ja, ich meine, ein Höhepunkt ist gut, aber irgendwann einmal ist mir das zu wenig. Körper und Seele müssen eins werden, in eine andere Ebene eintauchen, eine, die intensiver ist, die mehr zu bieten hat, verstehen Sie, in jeder Hinsicht, körperlich und geistig, die absolute Verschmelzung, wie in Indien. Ach, Indien, Indien war impulsiv, war explosiv, war fantastisch. In Indien, da haben wir den Atem angehalten. Die Kundalini ist als eine leuchtende Flamme erwacht, die ihre Natur Intelligenz ist. Wir hatten eine sexuelle Vereinigung, wo die weißen und roten Nerven in die aufeinanderfolgenden Chakren aufgestiegen sind und sich in ein rosig schimmerndes Licht ausgebreitet haben, das das ganze Sein nährte und harmonisierte. Lingam und Yoni waren eng miteinander verschlungen und alle Phasen meines Körpers wurden geschwängert und deshalb Seelenverschmelzung Sex. Was? Ob wir streiten? Streiten wir? Was du findest, wir streiten? Na, hallo, streiten wir? Was? Wir streiten doch ja, nicht. Ja, nicht jetzt überhaupt. So. Bitte, er hat uns eine Frage gestellt. Aber nicht können wollen. Ja, dann musst du dich eben überwinden und es wollen, damit du es kannst. Ich will mich aber nicht zu etwas überwinden, um was zu können, was ich nicht will. Auch wenn du es nicht kannst, weil du es nicht willst, werden wir es jetzt ausdiskutieren. Ich werde nicht etwas ausdiskutieren, das ich nicht kann, weil ich es nicht will. Ach, wollen, können, müssen, egal, wir reden jetzt. Willst du streiten? Ja, aber nur mit
ultimativen Versöhnungsex. Aber wir streiten doch gar nicht. Wissen Sie, ich bin ein friedliebender, harmoniebedürftiger Mensch. Ich bin ein Sammler und... Mit dem Reden hat das halt nicht so... Moment, sie redet viel und will ständig Sex. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin kein Zuchthengst, ich bin müde, ja? Und was heißt eigentlich so lala? Natürlich finde ich ihn einen tollen Mann. Ich meine, schauen Sie ihn doch an. Komm, steh mal auf, Bernd. Also, ich werde jetzt hier sicher nicht aufstehen, ja? Natürlich liebe ich ihn. Ich meine, ich wäre doch nicht schon so lange mit ihm zusammen. Wie ich ihn finde, auf einer Skala von 0 bis 10, besonders. Ja bitte, was ist an besonders auszusetzen? Er stellt die Fragen, nicht du. Ja, dann fragen Sie. Sehen Sie, sie ist dominant. Aber Snuffi, das liebst du doch an mir. Wie bitte? Wie groß unser Problem ist auf einer Skala von 1 bis 10? Welches Problem? Das Sex- und Reden-Thema, damit habe ich kein Problem. Ja, natürlich hast du damit kein Problem. Aber das Problem ist da. Das Thema Sex und Reden hat sich an uns festgesaugt. Es klebt an uns. Gut. Gut. Was machst du jetzt? Es klebt an uns. Sie wollen Probleme, Sie kriegen Probleme. Bitte, was tust du da? Ich notiere unsere Probleme. Ich dachte, wir hätten keine. Erstens. Na gut, gut, wenn das so ist. Also was ich problematisch an ihm finde, dass er auf einen Frauentyp steht, der mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Der Klassiker unter den Frauentypen. Groß und blond. Und das geht mir gewaltig am Arsch. Wenn Gwyneth Paltrow morgens aus der Dusche kommt, kann das einfach so schlecht kontrollieren, weil ich zu blöde bin, mich ganz alleine zu frisieren. Doch der einzige wirkliche Unterschied zwischen mir und Gwyneth ist, dass sie niemals alleine damit fertig werden muss, wenn die Frisur hin ist. 2, 3, 4, Schönheit ist relativ und ich bin relativ schön. Jedenfalls manchmal oder hin und wieder, vielleicht ist es gerade zu sehen. Das kommt und geht, ich kann das einfach so schlecht kontrollieren, weil ich zu blöde bin, mich ganz alleine zu frisieren. Schönheit ist relativ und ich bin relativ schön. Jedenfalls manchmal oder hin und wieder, vielleicht ist es gerade zu sehen. Das kommt und geht, ich kann das einfach so schlecht kontrollieren, weil ich zu blöde bin, mich ganz alleine zu frisieren. Zugeben, nicht wahr? Sie sind gut. Aha. Wir beide, Sie und ich, ja, ein glückliches Paar, kommen hierher zu Ihnen und dann reden Sie mit uns und stellen böse Fragen und haken nach und haken nach und bums, haben wir schon die große Beziehungskrise. Sie wollen uns als Klienten fangen. Ha? Es geht ums Geld. Es geht immer ums Geld. Sie sind gut. Hinterhältig, aber gut. Ha? Sie glauben, dass wir dann wiederkommen wegen diesem Bums, ha? Der dann zu einem anderen Bums wird und dann wieder zu einem anderen Bums und wieder zu einem Bums und dann vermehren sich diese Bums und dann hat man nur noch Bums, weil das haben diese Bums ja so an sich. Hören Sie, haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie eine gut gehende, glückliche Beziehung mutwillig zerstören? Ich meine, gut, ja, unsere Sturm- und Drangzeit ist vorbei, aber das ist noch lange kein Grund für einen Bums. Wann schenkst du mir endlich ein Kind? Kinder werden nicht geschenkt, die werden geboren. Ja, dann bohr mir eins. Wie hat er mich das letzte Mal so komisch angesehen? Es ist vielleicht dein Testosteronspiegel er verwirrt. Er hat so gelächelt. Ich meine, Männer sind doch normalerweise sexorientiert. Sag das dein Vater. Also wenn Sie jemanden kennenlernen, dann denken Sie doch nicht. Ich bin verwirrt. Männer gehen doch Beziehungen ein, damit sie wann immer sie Lust haben, Sex haben können, ohne zu zahlen oder jagen gehen zu müssen. Ist das ein Rätsel? Früher warst du sexuell aktiv, immer, überall. Ich bin sexuell aktiv, immer und überall. Du warst spannender. Ja, Langzeitbeziehungen haben nun eben den Nachteil, dass mit Wachs in der Nähe die Lust aufeinander abnimmt. Aha, stand das auch auf dem Toilettenpapier? Nein, das habe ich von meinem coolen Onkel Charlie. Und
Und außerdem, hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass du auch schon einmal spannender warst? Fließ nicht, du bist blockiert. Ja, an wem das wohl liegt? Hör zu, ich will alles. Ja, meine Scharken gehören mir, ob die jetzt fließen oder nicht. Ich will alles, Sex und Reden. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Meine Wünsche sind unendlich. Ja, du willst eben zu viel, das sagt auch meine Mutter. Bitte, das ist Mindeststandard. Ja, Sex wird sowieso überbewertet. Aha, sagt das auch deine Supermama? Und was das Reden betrifft. Ich würde ja reden, aber wie soll ich wissen, wann du fertig bist mit Reden, wenn du ständig redest? Was? 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 Ob wir schon an Trennung gedacht haben? Also, Hoppla-di, hoppla-da, that goes on, la, 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 that goes on. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine harte Schale, die sehnt sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich artizukulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Arschloch! Arschloch! Liga 25? Haben Sie Schmetterlingsgefühle? Oje. Ja, ich auch. Liga 25? Nein, ich glaube nicht. Jeder kann es sein, doch wer kommt die Frage, die Sache ist schon peinlich genug. Je länger ich hier stehe und in die Runde sehe, frage ich mich, war das Ganze hier wirklich klug? Ich führe sie nicht aus, hier ist es nicht laut, bist du deppert, ob der immer so spricht? Der eine stinkt, der andere trinkt. Ist das Bart oder ist da irgendwo ein Gesicht? Haben Sie Schmetterlingsgefühle? Nein? Gott sei Dank. Badabadabadidabadadaldum. Babababarum. Didabadadaldum. Steh ich hier so dumm, die da ba da warum? Steh ich hier so dumm, die da ba da dumm? Nur so dumm herum, oh Gott, ist das peinlich. Einfach lächeln. Lächeln, alles wird gut. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Hi. Ja. Jeder kann es. Ba 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 da dumm, bi ba 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 da dumm. Steh ich hier so rum, wie Papa Babarum. Steh ich hier so dumm, wie Papa Paddeldum. Nein, nicht bloß. Bab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 
Und bei dir? Bei mir, ja, alles gut, alles gut. Du warst ganze Praxis voll mit Punkten. Ach. Masern. Du, weißt du, ich lass mich ja heute einmal überraschen. Ach. Oh, du hast ein Blind Date? Ja, diesmal ja. Was, du auch? Du auch die ganze Flasche. Bitte ab drei Flaschen. Ach, scheiße, du nein. Du bist Tiger 25? Schmetterlingsgefühle, nein. Aber sag mal, wofür steht eigentlich die Zahl 25? 25, doch ich weiß, ich bin noch ziemlich heiß. Willst du den Beweis? Von 20 jung und will, ein Mädchen mit Gefühl, Charme und Sexappeal. Ich bin sexy und ich weiß, bin sexy und ich weiß, ich bin ziemlich heiß. Ich bin ein Tiger, komm kuschel dich an, bin geboren um zu schnurren, bin ein Gentleman. Ich bin ein Tiger, ein sanftmütiger. Und genau du stehst jetzt auf meinem Speiseplan. Frau, gebildet, schlank und braucht einen Mann, der nicht raucht, ins Leben eintaucht. Ich bin lieblich und ich weiß, bin lieblich und ich weiß, schmeck wie Erdbeereis. Bin elfengleich, mein Element ist die Luft. Flieg zu mir, ich versprüh meinen Schmetterlingsduft. Ich hab Gefühle, ganz, ganz viele. Hörst du, wie der Wind deinen Namen ruft? Hey, ich warte nur auf dich. Ich warte nur auf dich, mach schon, wähle mich. Greif, zum Hörer ruf mich an, zum Hörer ruf mich an, ich warte nicht lang. Ich bin ein Tiger, kaum mich hinter dem Ohr. Stimm mit ein in meinem fröhlichen Schmetterlingschor. Ich bin ein Tiger, ich bin ein Flieger. Und ich weiß, ich bin heiß, also ruf mich an. Ruf mich an, ruf mich an. Und ich weiß, ich bin heiß, also ruf mich an. Ruf mich an, ruf mich an. Ruf mich an, ruf mich an. Ruf mich an. Du bist du zahlungsfähig sein. Verstehe. Ich kann ein Freund, Partner, Liebhaber, Bruder und Schwester, Vater, Koch, Mechaniker, Schamhalter, Sexologe, Elektriker, Psychologe, Psychiater, Stylist, Innenarchitekt und Therapeut sein. Verstehe. Ja, weil ich kann auch zärtlich, leidenschaftlich und bla 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 absolut zahlungsfähig sein. Bernd, was willst du mir eigentlich damit sagen? All you need is love. Ratatatata. Love. Love is in the air. Everywhere you look around. Aber Bernd, ich... Ich hab dich lieb, so lieb. Lieber als du denkst, ich hab... Auf einer Skala von 0 bis 10 war das... Fantastisch, einzigartig, unglaublich, bebend. Das mit der Zunge, ist das neu? Kannst du das wiederholen? Ja. Ah, du mein indischer Tiger. Ja! 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 I feel good.
Wow! 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 Du wirst mich hassen. Und ich werde dich hassen. Und wir werden uns beide hassen. Und unsere Kinder, falls wir jemals Kinder haben sollten, werden uns hassen, weil wir beide uns hassen. Und unsere Kinder, wenn unsere Kinder, falls wir jemals Kinder haben sollten, selber Kinder haben, dann werden diese Kinder unsere Kinder hassen, weil unsere Kinder uns hassen, weil wir beide uns hassen. Kinder, Enkelkinder, Großenkelkinder, alles Menschen, die sich abgrundtief hassen und das nur, weil wir zwei ins kalte Wasser gesprungen sind. Prinzessin sein, Prinzessin sein, und du bist dann mein Märchenprinz, 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 und du bist dann... Ich bin ein Märchenprinz, ich bin ein Märchenprinz, Mama, ich bin ein Märchenprinz, ich bin ein... Ich hab ne schöne Kleider an, Kleider an, Kleider an. Ich hab ne schöne Kleider an, Kleider an. Hab einen großen Kleiderschrank, Kleiderschrank, Kleiderschrank. Hab einen großen Kleiderschrank, Kleiderschrank. Da passen noch mehr Kleider rein, Kleider rein, Kleider rein. Da passen noch mehr Kleider rein, Kleider rein. Drum kauf mir schöne Kleider ein, Kleider ein, Kleider ein. Von Gucci, Prada und Chanel, und zwar schnell. Dann brauch ich auch noch schöne Schuh, schöne Schuh, schöne Schuh von Louboutin und Manolo und Jimmy Choo. Aber wie hast du dir das vorgestellt, so ohne Körper verglühen, man sieht Lust von Catchbrühen. Zu Kerlspatz bist du ein Jamoiner. Ab jetzt pass ich auf! Ja, ja, ja! Du entkommst mir nicht. Ich entkomm dir nicht. Ob wir streiten? Ja. Natürlich. Mit ultimativem Versöhnungssex. Ich will nur dich, wenn du mir versprichst. Was versprichst?